Tempted my crime, come unto Herzlich willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Ja, wir haben es eingangs gehört. Heute geht es um die Begeisterung für geistliche Musik. Und ich bin so froh und freue mich darüber, dass ich einen Sänger gewinnen konnte. Dafür einen, wir haben es gespürt, der mit Leidenschaft singt. Es ist Stefan Imboden. Ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Stefan, könntest du zu Beginn etwas zu deinem Werdegang bitte sagen? Ja, also habe ich angefangen zu singen, ungefähr um 7 Jahre. Und habe ich da sofort in Schola Cantorum Mission gesungen. Und weil habe ich oft klassische Musik zu Hause gehört. Und das habe ich selbst das gemacht. Ja. Ich wollte das unbedingt singen. Von innen heraus? Von innen heraus. Und meine Eltern haben gesagt, ja, kannst du singen. Also kannst du gehen. Und es hat so gut geklappt, so schön war das. Und bin ich 5 Jahre als Knabenkantor gesungen. Und ein Jahr später als Bass. Auch solo habe ich gesungen und so weiter. Und nachher habe ich beschlossen, weil ich war auch Röntgenassistent, habe ich beschlossen, nur Musik zu machen. Ja, dich ganz auf die Musik zu konzentrieren, weil das war nicht möglich sonst. Und habe ich Konservatorium ein Jahr in Sion gemacht. Und nachher habe ich einen Vetter, er war Chanoine in Saint-Maurice, und er hat mir gesagt, ich habe einen Freund, er macht Jury überall im Konservatorium in der Schweiz. Ich muss mitsprechen. Und sie haben mir geschickt direkt im Konservatorium in Lausanne. Super. So habe ich Studium gemacht, Diplom, Diplomkonzerten und Unterricht auch alles zusammen gemacht. Nachher bin ich nach Lyon im Oper gegangen. Ja. Habe ich auch Opernstudio in Biel gemacht. Und nach Versailles für Barockmusik mit René Jacobs studiert. Was für ein Weg, also so großartig. Und die Leidenschaft für die Musik, die hat sich bei dir erhalten. Ich spüre, das kommt ja auch so herüber. Sag mal, wenn man so einen Werdegang als Sänger anschaut, wie du ihn erlebst, was ist denn die größte Herausforderung, um Sänger zu werden? Was würdest du da sagen? Zuerst, ich glaube, wenn du willst ein großer Sänger sein, du musst zuerst wissen, was du liebst am meisten. Und ich glaube, es kommt von dem Herz. Und ich glaube, ich bringe das jedes Mal für jedes Konzert. Und viele Leute kommen zu mir. Und ich glaube, das ist so wichtig im Leben, dass, was du fühlst, was du ihnen, was du kannst geben, bringen zu den Leuten, besonders diese Tage. Es ist so wichtig. Und ich glaube an Gott. Und es gibt Leute, die sagen, das ist unnötig, aber ich glaube nicht. Es hilft. Ja. Wenn du bist mit Jesus verbunden oder so. Ja. Also eine interessante Frage. Ich wollte nämlich fragen, wie wichtig ist der Glaube als Sänger von geistlichen Werken? Also, wenn ich dich richtig verstehe, es ist wichtig, hinter der Botschaft zu stehen. Ja, es ist sehr wichtig, weil ich war im katholischen Kollegium auch, habe ich die ganze Evangelium studiert. Ich finde das wichtig, zu wissen, was passiert, wenn du singst und so weiter. Ja. Die Passion, Johannes, Markus oder Matthäus. Ja. Und wenn du weißt nicht, was passiert, ja. es ist nicht gleich, finde ich. Ja.
Es geht eben nicht nur um die Technik. Technik nein, ist nein. sehr, sehr wichtig. Ja, ja, das ist Ausbildung so wichtig. Ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Aber eben das Dahinterstehen, das dabei ja. sein, zu sagen, ja, ja was ja. da von Jesus gesungen wird, ja. das ist auch mir, das geschieht auch mir. Ja. Ja. Und es gibt Leute, die haben eine Präsenz und ja. es gibt Leute, sie können so singen und es passiert nichts. Ja, der Funke ja. springt nicht über ja. zum Publikum. Ja. Oh ja, ja. Eben Fragen mit dazu. Du singst ja hauptsächlich geistliche Musik. Ich habe ja. dich aber auch erlebt als Bartolo im Barbier ja. von Sevilla. Ja. Und ist das bewusst auch gewählt von dir? Schwerpunkt geistliche Musik. Obwohl du auch andere Fächer singen könntest. Ja, also ich war mehr Richtung geistliche Musik, weil ich habe auch die Möglichkeit zu, mhm. zu sofort kenne ich viele Leute mit Konzerten. Aber Oper mache ich gerne auch, aber nicht zu viel, weil es ist mehr kompliziert, ja. im Oper zu arbeiten. Die Leute sind mehr, ja, es ist mehr schwer. Mhm. Hast du mehr komplizierte Leute im Oper, musst du manchmal zusammen komponieren. Wenn du machst ein Konzert, du bist ja. da 3 Tage und du bist weg. Ja. Und ja, ich habe auch sehr gerne Oper. Ja. Habe ich oft zum Beispiel die Zauberflöte gesungen, als Sarastro mhm. die gesungen. Ja. So, aber am meisten bin ich immer mit. Ja. Also ich würde schon sagen, so 90% Schwerpunkt die geistliche Musik. Ja, die geistliche Musik. Sagen, ne? ja. Jawohl, jawohl. Ja, geistliche Musik, da gibt es ja ein so großes, weites Feld. Hast du da einen Lieblingskomponisten oder mehrere Komponisten, ja. die du sagst, hat er mich besonders gerne? Also ich mache gerne, das ist mein Kultur, Bach, so. Und auch habe ich in Frankreich studiert, so habe ich auch gerne Charpentier, mhm. auch geistliche Musik, französische Musik, ja. italienische Musik habe ich auch oft gemacht, Monteverdi habe ich angefangen, mhm. Legrenzi, Bassani, so ist ein Glück für mich. Ja. Auch in Deutschland, Schütz habe ich viel gesungen. Oh ja. Ja, und so, es gibt so viele Komponisten, ja. ich kann nicht sagen, ja. Also ein Period für mich ist sowieso nach Mittelalter Renaissance-Musik. Renaissance-Musik, ja. ist ja. besser für mich. Ja. Weil das ist besser komponiert, finde ich, weil habe ich eine leichte Stimme. Ja. Und das ist ganz einfacher, wenn du hast eine leichte Stimme und nicht so eine große Stimme, du kannst ganz leise singen, ja. wenn du hast nicht so viele Instrumente. Ja. Weil das war gut komponiert. Und mhm. wenn wir singen spätere Musik, das ist wie Verdi oder so, musst du immer oft stark singen. Ja. Und das habe ich ja, weniger. Also, ich habe lieber ein bisschen mehr Kontrast zu machen. Ach, sehr schön. Ja. Ja. Und wo du dich so gut auskennst und so viel gesungen hast, gibt es trotzdem auch immer wieder Neues zu entdecken in der klassischen Musik. Ja. Neue Schätze zu sehen, wo du sagst, ach, das habe ich noch gar nicht gekannt. Passiert dir das? Ja, 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 ja. Und es gibt neue Komponisten, zum Beispiel dieses Jahr, ich mache wieder in Lausanne mhm. Neue Komponisten aus Mondonville oder französische alte Musik. Ah. Aber ich habe einen Freund, der ist Komponist, der hat auch neue Stücke, 2 dieses Jahr wieder mhm. gesungen. Also ich habe Interesse für verschiedene Sachen, würde ja. ich sagen. Also auch Uraufführungen der Dokumente. Ja, ne? Jawohl. Ganz moderne Musik auch. Ah, interessant. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, jemand sieht dieses Video und sagt, ah, ich möchte auch Sängerin werden, möchte auch Sänger werden. Ja, wie ist das? Ist das schwierig, Sänger, Sängerin zu sein, das auch zum Hauptberuf zu machen? Oder ja. wie ist das so? Ist sehr schwierig, sehr ja. schwierig. Weil in der Schweiz, wir haben leider nicht wie in Frankreich oder andere Land, wir müssen ein bisschen Geld sparen, weil am Anfang wir verdienen fast nichts zu singen, ja. besonders jetzt. Und ja. wie können wir leben, als anders einen anderen Beruf haben? Das mhm. ist fast unmöglich. Ja. Weil, ja. Nein, nein, und es macht viele Studium, habe ich mindestens 15, will ich sagen, 20 Jahre studiert. Für verschiedene Spezialisationen und, ja. und auch. Ja. Mhm. Und ich singe auch sehr alte Musik mit Nöhm, so. Ja. Das ist viel Studium, weil ich war auch nachher im Oper in Lyon und nachher in Versailles und so weiter. Und das mhm. macht ja. so weiter zu studieren.
Und wenn du willst Sänger sein, das kommt nicht so. Du musst zuerst anfangen mit Solfegium, alles seit Anfang. Und Konservatorium dauert schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre? Paar Jahre zu machen, wenn du willst Profi sein. Ja. Ja, weil du musst alle Kurse machen mit Geschichte, von Musik, Contrepoint, Harmonie, alles diese Kurse musst du machen. Ja. Und nach petit à petit musst du Prüfungen nacheinander machen und es geht nicht so, können wir nicht kommen und sagen, ich will Sänger sein. Ja. Musst du zuerst ein bisschen versuchen, wie es geht. Ja. Wir können nicht alle können sagen, ich will Profisänger sein, das kommt nicht so. Kann man gar nicht so sagen. Nein. Es braucht eine Ausbildung, es braucht Talent, es braucht Geduld, einen langen Atem. Ja, und viel, viel Nerven. Und viel Stress auch, das ist sehr speziell. Ja. Und wie ein großer Sportiv müssen wir manchmal ins Bett gehen, kein Fest machen und Disziplin. Also Disziplin, ja. Jawohl. Ja. Aber trotzdem würdest du jemanden ermutigen, wer sagt, es ist meine Leidenschaft, ich will versuchen, das ist so toll. Ich habe gesagt, nicht um 7 Jahre, aber ich war ungefähr 18. Ich habe gesagt, mein Beruf gefällt mir nicht so schön. Also, ich will das machen, das ist so toll. Mhm. Und die Kollegen haben mir gesagt, kannst du versuchen, du willst sehen, das ist nicht so leicht. Mhm. Und meine Eltern haben sie gefragt, das ist kein Beruf, du willst nichts verdienen. Ich habe selbst gesagt, nein, ich will das machen. Ja. Punkt, Schluss. Jawohl, hast dich durchgesetzt und hast dich genau. Stefan, ein riesiges Dankeschön an dich, dass du einen Einblick uns gegeben hast, musikalisch, aber auch von deinem Lebensweg und was es bedeutet, Sänger zu sein. Ich wünsche dir weiterhin so viel fühlbaren Enthusiasmus und Passion für die Musik. Dankeschön zu dir. Hearken unto me, for
with my servant, for in thy sight shall not a living it justified.